Heute um 10 Uhr war die allererste Zeitmaschine einsatzbereit. Ein Selbstmörder, der sich eine Pistole an die Schläfe hält, sieht wohl ähnlich dem nächsten Schritt entgegen, wie ich es tat. Ich holte Atem, biss die Zähne zusammen, fasste den Vorwärtshebel mit beiden Händen und ging mit einem dumpfen Schlag los.